Palliativversorgung, und das ist die Frage, wie wir eine Vision hinbekommen können, sollte nicht nur, wie es derzeit ist, die onkologischen Erkrankungen umfassen, sondern auch andere Erkrankungen, neurologische, kardiale, pulmonale und renale Erkrankungen, um einige zu nennen. Gute Ergebnisse gibt es dazu, dass Palliativversorgung nicht erst, so wie es häufig der Fall ist, aufgehoben wird für die letzten Tage, wenn nichts mehr geht, sondern eine Early Integration, eine frühe Integration, ein wesentlicher Anteil an besserer Palliativversorgung sein kann. Wir brauchen diese 5 Visionen der Palliativversorgung für alle Erkrankungen und Krankheitsbilder am Lebensende. Wir brauchen den frühen Beginn. Wir brauchen die verschiedenen Dimensionen und dafür brauchen wir die Multidisziplinarität. Es sollte für alle verfügbar sein und in allen Settings. Was sind unsere Probleme? Was ist der aktuelle Stand? Wir müssen bei der grundsätzlichen Forderung bleiben, dass SAPV, das spezialisierte palliative Versorgung, ein multiprofessioneller Ansatz ist. Sonst geben wir genau an dieser Stelle unsere Stärke verloren. Wir müssen uns stärker engagieren für die Versorgung in der Fläche. Und wir müssen auf andere Patientengruppen schauen, weil es für die Menschen unerheblich ist, an welcher Erkrankung sie sterben, an welchen Symptomen sie am Ende ihres Lebens leiden. Das ist das, was sie bewegt. Und wir sind noch zu sehr fokussiert auf die Versorgung onkologischer Patienten. Das nehmen auch unsere hausärztlichen Kollegen so wahr. Unsere Gesellschaft möchte diese Patienten in Würde zu Ende begleitet wissen. Dafür wollen wir uns zumindest einsetzen. Und darüber bin ich sehr froh, muss ich sagen. Denn das Gegenteil davon wäre, dass wir diese Patienten vernachlässigen und dass wir uns nicht mehr um sie kümmern. Und das Schlimmste, was dann passieren könnte, wäre, dass wir die Patienten dahin treiben, dass sie keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen. Und dass wir dann wieder uns fragen müssten, ob wir diese Selbsttötung unterstützen müssten oder nicht. Die Änderung des § 16 der Musterberufsordnung der Deutschen Ärzteschaft beinhaltet, dass man sehr klar geregelt hat, wie die Aufgaben von Ärzten zu verstehen sind bei der Begleitung sterbender Menschen. Und da ist jedes Wort wichtig. Und der eine Grundsatz ist, dass dabei der Wille des Patienten unbedingt beachtet werden muss, dass der Arzt trotzdem in seinen Entscheidungen dann seinem ärztlichen Gewissen verpflichtet bleibt, das ist davon unbenommen. Der zweite Satz ist, dass er einen Menschen nicht töten darf, auf sein Verlangen hin. Und der dritte Satz sagt, dass er auch nicht Hilfestellung leisten darf bei der Selbsttötung eines Patienten. Die Grundsätze haben wir ja im Vorstand beschlossen. Und wir haben eins gemacht, wir haben das ja mit Juristen diskutiert und, aber in den Grundsätzen haben wir zur Beihilfe zum Suizid Stellung genommen. Aber ich hatte ja am Anfang schon mal in meiner ganz kurzen Rede darauf hingewiesen, wir wollten zu den einzelnen Problematiken, also auch zu den Grundsätzen, den Arzt oder die Ärztin darauf hinweisen, wie sieht man das dann von Seiten der Berufsordnung, die ja als Gesetz dann auch in den einzelnen Ländern veröffentlicht wird. Ich bin in einer Lungenklinik tätig. Wir haben viele Patienten auch mit neuromuskulären Erkrankungen, ALS, die wir beatmen. Und es gibt Situationen, wo wir auf Wunsch der jungen ALS-Patienten dann die Beatmung beenden. Eine Kollegin fragte mich neulich, jetzt machen wir doch aktive Sterbehilfe, hier tun wir doch aktiv das Leben verkürzen. Das heißt, diese Unsicherheit, genauso ist es, dieses Wort aktiv verkürzen, wenn ich eine künstliche Ernährung beende, ist das denn ein aktives Beenden, wenn ich eine Beatmungsbehandlung abstelle? Nein, das ist eine Therapiezieländerung, das ist ein Behandlungsabbruch, möglicherweise in einer infausten Situation. Das ist eben verwirrend. Deswegen plädiere ich dafür, nochmal, auch ich bin sehr dafür, alle 3 Sätze, wie sie jetzt vom Vorstand vorgelegt werden, sind gut und jeder einzelne Satz ist wichtig. Wenn wir die beiden Botschaften von heute zusammenfassen, dass Palliativmedizin sowohl im stationären Bereich als auch in der häuslichen Versorgung verbessert und flächendeckend in Deutschland praktiziert werden muss. Und wenn wir gleichzeitig die Botschaft beachten, dass wir Patienten niemals töten dürfen und auch
auf ihr Verlangen hin sie nicht beim Suizid unterstützen dürfen. Wenn wir diese Grundsätze beachten, dann sind wir, was das ärztliche Ethos angeht, glaube ich, ein Stück weitergekommen.